So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Most Wanted 2. Ja, und dem boah, Pagani Zonda R und hier Ultimate Speed in der Stornau. Destroy it! Destroy it! Nein! Ich komme nicht durch! Ja! Ach, kacke! Fail! F-A-I-L! Gut, was machen wir? Autofahren. Okay. Halte ich auch sehr viel davon. Von weil die Karre irgendwie ja brachial abgeht. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal Drive Hard. Cop? Okay. Weiter. So auf die ersten paar Meter muss ich gestehen, der fährt sich auch gut. Boah, jetzt wird es kritisch, da durchzukommen. Haben wir geschafft. Perfekt. Auch da sind wir uns nochmal glimpflich davon gekommen. Okay, Lenkung ist miserabel. Na, das wird der Heidenspaß mit der Karre. Die ist, glaube ich, einfach nur übel auf gerader Distanz. Aber nicht zu gebrauchen in Kurven. Okay, nicht zu gebrauchen ist übertrieben. Nicht so hervorragend wie der McLaren oder der Lambo. Jetzt schauen wir uns lieber mal das Video an. Ja. Auto sieht echt übel aus, einfach nur wie so ein Rennwagen und so. Ein bisschen spät aufs Gas. Das kam jetzt aber recht spät, nachdem ich ihn weggetatscht habe. Boah, ja, Downs. Jetzt halt weiter, einfach drauf. Und nicht gegen die Hauswand, nein. Alter, was geht bei euch her? Wo kommt ihr jetzt halt her? Okay, wir verpressen die auf jeden Fall im Spurt. Hau die Farben aus, weil ich es ja nicht schlecht hey. Grau und schwarz. Vielleicht gibt es ja dann noch hellgrau oder dunkelschwarz. Okay, ich habe Angst. Ah, da ist es hier schon. Ja, ich würde sagen, das haben wir geschafft. In 1,19, ey. Das hat gut geklappt. Rennreifen können wir mal ausnahmsweise anmontieren und Nitros sowieso. Jo, alles mitnehmen, was geht. Was ist das denn hier? Ach, das ist das hier. Okay, Rennen, Steel City. Steel City aus Sin City. Sin City, auch ein geiler Film. Scheiß Cops da immer. Ja, okay. Ich möchte das ganz gern zerstören noch. Ach, das war da. Ja, da haben wir doch schon mal wieder eins. Wir sind sogar 60 Meter noch gesprungen, obwohl wir so extrem langsam waren. So, jetzt kommen wir auf unser Revier wieder. In unser Revier. Ui.
das ist da vorne irgendwo, okay. Voilà. Also es ist halt auch nicht unbedingt ein Auto für einen normalen Straßengebrauch. Würde ich jetzt mal so tippen. Na, es ging doch einwandfrei. Steel City, Leichtbauchaussee und die Rennreifen, ja. Lass mal durchgehen. Dann schauen wir halt mal, wie wir da mithalten können. Da wir halt noch mit Geländereifen und so fahren. Ups. Und da wir noch recht unerfahren auf dem Auto sind. Ja, räumen wir einfach alle aus dem Weg. Dann haben wir auch unsere Ruhe. Und da fahren ja Autos mit, das sind ja keine Gegner. Keine Gegner, das sind ja Opfer. Dachte ich. Aber dass der so zieht, ja, okay. Okay. Das bedeutet Krieg. Aha. So. Holen wir halt mal alles raus, was geht. Weil geht gar nicht so viel eigentlich. Da ist er auch erstmal ausgeschalten. Schön auf der Geraden Nitro ziehen. Wissen wir ja, ist ja das einzig Sinnvolle. Meter, letzter Checkpoint. Perfekt. Mittel ist auch zu leicht für uns. Rennreifen und Leichtbauchaussee, ja. Ist gut für die, für alles. Für unser Auto ist es gut. Jo, Rennreifen drauf und Leichtbauchaussee genauso. Möchte ich mal was testen. Ich habe ja irgendwann mal einen Tipp bekommen von euch auf... Ey, ich muss natürlich auch da driften, wo der einzige Baum ist. Und zwar, dass man hier driften kann, wenn man einfach nur Gas gibt. Ey, das stimmt ja wirklich. Ist ja nice. Ja. Sportsprint. Ja, dann kennen wir ja, das war ja dieser ganz kurze, wo der Rekord liegt da bei 1 Minute 20 oder so. Ja, 1 Minute 17.03. Also, gar nicht viel. So. Komm. So voll Slow-Mo, wie man da reinfliegt und so. Das ist klasse. Ja, so vom Spiel her, das ist ja echt alles eigentlich relativ geil animiert. Ja. Wenn man sich doch ein Takedown fast selber takedownt, dann sollte man sich halt langsam Gedanken machen. Boah. Lucky. Lucky Strike. Das, was ich alles hier mitnehme, ey. Nein! Lass mich. Dritter und noch 1,5 Kilometer. So, dann sparen wir unser Nitro, fahren im Windschatten, ne? Und hoffen, dass wir keinen Scheiß mehr bauen. Ah, das war ja, jetzt geht's hier nochmal rechts. Lange rechts und dann voll drauf.
Schum. Langes Getriebe ist kein neuer Rekord. Wieder so knapp. 1.17.03 wäre der Rekord. Und was machen wir? Hätten wir halt 1.16 fahren können. Langes Getriebe aktivieren. Verstärktes Chassis. Nicht, ich wollte es eigentlich nicht aktivieren. Da kommen sie alle. Oh, da ist wohl einer, wo dagegen fahren. Nimm lieber das Leichtbauchassis. Full the Trouble. Was? Wo kam der denn jetzt her? Wirklich unlogisch. Jetzt möchte ich hier auch mal durchfahren. Kein Wunder, dass das nichts bringt. So langsam, wie man da wird. Ja gut, es war vielleicht anders, wenn du mit 300 oder so reinkommst, klar, aber... Du hast mich. Du hast mich? Egal, Hauptsache du hast mich. Ja, verstanden. Okay, 1 Kilometer ist nur noch, die sind ziemlich dicht aneinander. Oder dadurch, dass die Kanten so schnell sind. Autsch, kommt es uns so vor? Kann natürlich auch sein. Halte S plus W. Mach mal. Oh. Mal gespannt, wie das klappt. Ja, das ist ein Rennauto einfach nur. Sieht man den Radbolzen, weil das ist nur ein großer. Und wenn ihr mal euer Auto anschaut oder von euren Eltern oder so, die haben ja normalerweise 4, 5. Normalerweise, glaube ich, sind es allgemein sind's bei den meisten Autos 5. Mini Cooper zum Beispiel haben 4. Glaube ich. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht mehr zu 1000% sicher. Nur so 9.999. Sag mal, könnt ihr nicht irgendwo anders rumfahren? Ich hasse das immer, weil Tempojagd ist immer so extrem viel Verkehr. Ja klar, weil halt keine Gegner sind, mit denen man sich rumschlagen muss. Dann muss man halt lieber wegen mehr normalen Verkehr mit einbauen. Ist hier. Boah. Mops. Boah, gerade noch so geschafft mit knapp 40 km/h zu viel. Spielt Full Trudle. Energieschub braucht man nicht. Nee, Prallschutzkarosserie. Haben wir Aero-Karosserie? Nee. Schauen wir mal nach, falls es lädt. Jetzt hat Modi, ja, Nitro. Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir jetzt wieder Around the World spielen. Das letzte Rennen wieder das 21-Kilometer-Rennen. Meine Stimme überschlägt sich. Wie bei Scrubs. Scrubs geilste Serie der Welt. Oh, ich lieb Scrubs. Habe ich mir alle Staffeln gekauft. Alle 9, wenn ich mich jetzt nicht richtig... Ich und meine... mein Buchstabensalat immer. Wenn ich mich jetzt recht erinnere... Müsste es 9 sein, die ich hier rumfahren habe. Schaue ich eigentlich auch relativ oft, abends immer. Wenn ich gerade keinen guten Film da habe, weil ihr kennt vielleicht Laughfilm, Unternehmen von Amazon. Kannst das ist wie Maxdome eigentlich. Du kannst ja halt. Wir haben so ein Paket, da kannst du 4 Filme im Monat ausleihen. 2 kriegt immer mein Vater, 2 krieg ich. Und so. Und wenn da halt keiner da ist, schaue ich eigentlich meistens in der Regel Scrubs, es sei denn, es kommt Fußball oder so. Dann schaue ich halt Fußball. Dass ihr auch irgendwas von mir wisst.
Sei doch immer so neugierig. Ich ging gleich unter die Fragen. Wann hattest du dein erstes Mal? Unter der Folge, wann hattest du dein erstes Mal? Wie groß bist du? Und was ist ich? Nein, schade. Weißt du, wir sind jetzt schon Erste. Mal waren wir hier ungefähr immer Fünfte. Ist ja ein Fuck. Gutes Zeichen. Na, Scrubs, wie ich da drauf komme, bin ich das Stimme überschlagen von der Elliot. Von Elliot Reed. Ja, das ist die Frau, die Blonde mit dem Männernamen. Na, das war jetzt halt natürlich auch recht sinnvoll, was ich hier abzogen habe. Aber ich bin Erste? Ja, okay, gut, dann beschwere ich mich mal nicht. Tja, ich habe es immer schon gesagt, ich will da durchfahren. Egal, ob ich jetzt gecrashed bin. Okay, jetzt sind wir Fünfter gleich. Bitte? Ist egal, oder, Leute? Ist egal. Sechster sogar. Okay, ist nicht egal. Gut, dann holen wir sie wieder auf, oder? Machen wir da jetzt gar nicht lange rum. Das ist nur ein schweres Rennen. Das können wir ja eigentlich ganz locker lässig machen. Ey, wenn der so fährst wie dies, ist ja kein Wunder, dass da nichts reißt. Oh, der ist jetzt aber schnell durchkommen, auch McLaren. Erkenne ich doch sofort, mein kleines Baby. Aber Scrubs, ich weiß nicht, schau dir das auch? Scrubs? Scrubs, die Anfänger müsste es korrekt heißen. Was gar nicht so genau. Mit dem JD und mit dem Turk Turkel gemacht und so. Absolut nice. Und von dem Hausmeister, der einfach der Hausmeister ist und auch keinen Namen hat. Er ist der Hausmeister. Das ist blöd, hier sind immer wegen so Dinger drinnen, wo du springst. Gut, jetzt 380 müsste ungefähr die Höchstgeschwindigkeit sein. Ups, ich bin gecrashed. Ja, lasst mich bitte noch sinnvoller aussteigen. Beziehungsweise wieder auf die Strecke zurück. Also ihr seid vielleicht Vögel manchmal. Wer der rechts? Nee. Also in dem Tunnel, da wird es immer einem so schlecht, finde ich. Nicht schlecht, aber da kommt das Gefühl halt so extrem immer rüber. Ui, ich muss jetzt mal bremsen. Kontrollpunkt, drauf, Gas. Lassen wir mal wieder die 380 raus, oder? Na, klappt nicht ganz. Aber wir dominieren leicht wieder mal, leicht. Und da ist der Sieg für uns. Around the World, erster mit 4 Minuten 28. Wir waren aber schon mal 3 Sekunden schneller. Egal. Reifenreparatur brauchen wir nicht. Kurzes Getriebe brauchen wir auch nicht. Aber die Aero-Karosserie machen wir wie immer rein. So, bevor die Gegner kommen, die jetzt halt hier kommen. Da kommt der Erste, oder? Ihr seid ja so lahm, alle. Modi. Okay. So, gut. Als Nächstes kommt Most Wanted Venom. Ich würde sagen, dazu nehmen wir uns den McLaren. Springen wir gleich mal dahin. Und dann machen wir an der Stelle hier einen Break. Ich danke euch jetzt recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch jemanden einen schönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Fleschi. Ciao.